Hallo zusammen und willkommen zurück zu Pathfinder Kingmaker. Wir haben uns ausgeruht, sind frisch dabei. Hallo Drache. Und gehen jetzt einfach in die nächste Etage, ne? Wir hatten jetzt Säure, Feuer, Eis. Ich glaube, Eis sind wir nicht so weit rein, oder? Nein, 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 nicht da rein. In den Skyrim-Ausgang. Auf sie mit Gebrüll. Ja. Okay, es ist kein Eis, es ist Wasser. Ich bin gestern in dem Dungeon gestorben. Viel Erfolg. Okay. Welchen Level hattest du? Wir sind jetzt bei Stufe 10. Also eine ganze Weile bei Stufe 10. Wir sind schon fast durch mit der Etage. Mal prüfen, ob wir noch irgendwelche Gänge oder dergleichen sind. Ich dachte, hier wäre noch mehr zu tun. Platsch, 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 platsch. Hier wäre eine gute Stelle für was, ne? Vor allem sieht man da auch. Ja, hier müsste ein bisschen länger hin und her gehen. Oder kommt man da von dem anderen Raum hin? Stufe 11 und ich glaube so 3 Ebenen tiefer als du. Ach so, dann ist ja okay. Also du wärst jetzt genau hier gestorben auf der Etage, ne? Hallo? Oh, stopp, 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 stopp. Wir müssen noch ordentlich Hallo sagen. Nicht in die Falle laufen, nein. Lass die mal kommen. Wir können bis dahin ein bisschen tackern. Ja, Hundi bleibt auch hier. Alle bleiben hier stehen, außer die Fernkämpfer. Das ist echt nur ein Goblin. Okay, warte. Nein, sind es nicht. Okay, stopp. Ich will nämlich nicht irgendwelche Mega-Fallen auslösen, sonst wir gleich wieder schlafen gehen müssen. Knock, knock. Du könntest den mal frontstabben. Oh, überlebt. Dann da. Da. Rettungswurf erfolgreich. Entgeht dem Effekt von kontrolliertem Feuerball. Das ist ein Reflexwurf, macht nur dann Hälfte vom Schaden. Ah, sind Dieb, ne? Ich glaube, Diebe hatten noch eine Sonderfähigkeit. Also Pen and Paper zumindest. Dass wenn der Reflexwurf ihm gelingt, dass sie dann an den Rand von dem Feuerball sich bewegen können oder irgendwie so. Schön. Schön schießen, wenn ein Dieb vor dir steht. Das ist eine super Idee. Ran. Sapsch. Nee, ich in die Falle. Da verschwende ich jetzt keinen Feuerball. Wir könnten jetzt auch runden, was sie denn ausmacht. Ich muss nur aufpassen, dass die beiden sich nicht irgendwie falsch bewegen. Aber sie sollten ja eigentlich eben bleiben. Das blubbert da so. Auch schön, dass Leute verbrennen können in der Wasserebene. Knock, knock. Machen wir die Falle weg. Die macht mich hibbelig. Gut. Dann. Achso. Ja, wie eine Person letztes Mal richtig angemerkt hat, ich kann theoretisch eigentlich immer alles mitnehmen, weil wir gehen ja regelmäßig verkaufen. Auch wenn es mir ein wenig widerspricht, so Sachen mitzunehmen, die nur 2-3 Gold wert sind und dafür 10 Kilo wiegen, aber. Kritzelei des erschöpften Reisenden. Also erstmal der Tricorn da sieht interessant aus. Das ist ein Tricorn, oder? Also so ein Dreierspitzhut. Von Admiral. Info. So. Da brauche ich meinen Tee.
Ich habe heute schon gut was aufgenommen. Unter anderem 4 Folgen Dysons 4. Deswegen ist meine Stimme ein bisschen. Nee. So. Kritzelei des erschöpften Reisenden. Die Worte sind kaum zu entziffern, da sie mit klebriger Tinte auf einem stinkenden Tuchfetzen geschrieben wurden. Erlass. Ich, Barandabal Zesselwand, das ist ein Gnome, oder? Der erste und einzige Herrscher der Ältesten und der Berater der ersten Welt ordnen hiermit die Organisation von Festlichkeiten anlässlich des 9.000.000. Jahrestages meiner Thronbesteigung an. Ich weiß jetzt nicht, ob das Kitsch ist oder ob das wirklich ein total alter, was auch immer ist. Weil erste Welt sind ja die Feen, ne? Der könnte 9 Millionen Menschen, Millionen Jahre sogar hinhauen. Dryaden und Satyren, schafft jedwede Blume und Tiere zur Vorbereitung für das Festbankett herbei und seht zu, dass sich vor den Feierlichkeiten niemand daran zu schaffen macht. Habt ihr keinen Anstand? Denkt ihr nur ans Fressen? Rotkappen und Nixen, schafft Waffen und Instrumente für eine festliche Parade herbei, die in einem Ball münden wird, und lernt ein paar neue Lieder. Ihr spielt nämlich ständig dieselben Stücke. Naja, in 9 Millionen Jahren hat man so ziemlich alles durch, oder? Leprechauns und Nymphen, dekoriert die Wälder, flechtet hübsche Bänder an die Äste oder etwas, das ich nicht kenne. Ihr macht das schon. Der Grindelack ist für das Feuerwerk verantwortlich. Er soll Feuer spucken. Falls er nicht weiß, wie man verschiedenfarbiges Feuer speit, muss er diese Kunst schleunigst erlernen. Einfach irgendwelche Sachen reinkippen. Macht euch sofort ans Werk. Während ihr arbeitet, dürft ihr mich preisen und dem Schicksal für einen derartigen großzügigen und erhabenen Herrscher danken. Ja, also 9 Millionen Jahren werde ich auch irgendwann so eine Rede halten. So, das dahin. Was ist mit dir? Nicht identifiziert. Extravaganter Hut. Info. Dieser Hut gewährt seinem Träger einen Verbesserungsbonus von +2 auf sein Charisma. Verfügt der Träger über das Attribut Bardenauftritt, kann er dies täglich 2 weitere Runden lang einsetzen. Also wäre was für Lindsay. Aber 2 Charisma ist nicht so viel. Ich glaube, wir haben schon eine Krone, die mal +4 Charisma, die theoretisch Talana jedes Mal aufsetzen sollte, wenn sie irgendwelches Regentenzeug macht, aber ich vergesse es die Hälfte der Zeit. Alleine nachzulesen, was er schon alles kennt, dürfte mehrere Jahrzehnte dauern. Ja. Deswegen ist, ne, Upload in Computersystemen wesentlich toller, als einfach so eine Fee zu sein, die in irgendeiner komischen magischen Welt lebt. Technik ist viel toller als Magie. So. Kiste hatten wir schon. Es müsste hier theoretisch irgendwie noch einen Weg runter geben. Also nicht, dass wir es gespoilert bekommen hätten, aber man fühlt da einen Luftzug. Warum sich entscheiden, wenn man beides haben kann? Ich mag kein System, wo es sowohl Magie als auch Technik gibt. Das Einzige, was es einigermaßen hinbekommen hat, war Arcanum. Und Elex ein kleines bisschen, aber auch nicht wirklich. Auch bei Modpacks oder so immer. Entweder Magie oder Technik. Sonst ist mir das ein zu großes Firlefanz. Man könnte es ganz gut hinbekommen, wenn man es wirklich so macht, dass Magie nicht wirklich Magie ist, sondern einfach nur sehr, sehr, sehr Hightech. Also irgendwie Nanotechnologie, die dann durch irgendwelche Triggerwörter ausgelöst wird. Dann vielleicht ja, aber sonst, nee. Ah, ich dachte du redest vom RL. Ja, da habe ich das noch nicht. Vielleicht geht es nicht weiter von der Story her. Was? Ja, also es kann sein, dass da später was aufgeht, meinst du? Vielleicht. Halte ich aber für unwahrscheinlich, weil wir schon so weit hier drin sind. Ich nicht mehr. Also wir sind jetzt fast aus der Etage raus und denn, dass da ganz hinten immer was aufgeht, fände ich halt komisch. Da.
Oh, kannst du da noch schnell so einen Schutz reinwerfen? Und du machen wir lieber eine Hass, das bringt uns glaube ich gerade mehr. Ja, noch kannst du besser bekommen. Alle zusammen, Heilung. Das ist ein Segen, das ist keine Heilung. Wir sind jetzt richtig gesegnet. Aber richtig. Und hier, Geschicklichkeit wiederherstellen. Mehr wiederherstellen. Heldenmut. Hier geht's schon runter, oder? Nee. Bossraum, Fragezeichen. Platsch, 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 platsch. Eine Diva! Komische Diva. Der erschöpfte Reisende. Das ist ganz schön klein, erschöpfter. Wow. Das ist ganz schön klein, erschöpfte Reisende. Kritisch fast tot. Ah, der 9 Millionen Jahre, Mann. Ja, kannst du haben. Gib mir Skelette. Hast haben wir nicht mehr, oder? Ist abgelaufen. Ja. Dann nimm den schweren Angriff mal raus, weil der kleine Mann wird schwer zu treffen sein. Und was für ein Level hat er geschafft? Er hat Level 16 geschafft in 9 Millionen Jahren. Muss sehr viel gefaulenzt haben. Oh, oder Artefakte hergestellt. Ich glaube, da verliert man auch Erfahrungspunkte. Je nach System. So, du kannst leider nicht backstabben. Das ist schade. War das gerade Amiri so gequietscht hat? Das kenne ich ja gar nicht bei ihr. Das war der 9 Millionen Jahre, Mann. Enttäuschend. Wow. Ihr dürft keine Feuerbälle zurückschmeißen. Das ist nicht der Plan. Schieße den. Uff. So, verdruppel Backstab den Engel. So überlebt es einfach. Ja, also die Engel haben wohl den meisten Teil der Arbeit geleistet. Harim, du heilst auf jeden Fall Amiri. Beschäftige mal den, ne? Gut, dann kriegt ihr alle mal Hast.
Genau auf 0. Ist dann okay. Das ist mir erstmal nicht aufgehoben. Knock, knock, quintuple step. Nach dem ersten Schlag ist vorbei. Dann auf den. Kannst du einen Engel umschmeißen, Hund? Nein. Harim. Feuer mit Feuer bekämpfen? Das ist eine doofe Idee. Okay. So, dann machen wir noch zwei. Ja, ran. Wenn wir sie schön Valerie angreifen und nicht die anderen Leute von uns. Magie klappt bei denen nicht so wirklich. Schützende Aura, Flügel, heftiger Angriff, herbeizaubern, rammende Kreatur, nochmal rammende Kreatur. Schützende Aura und heilige Aura. Ich habe da so ein Gefühl, das Gefühl, dass das, was wir hier tun, nicht das Richtige ist und wir die Ruine einfach in Ruhe lassen sollten. Ich meine, wobei, ist eine böse Truppe. Gegen Engel zu kämpfen ist völlig okay. Also ein rechtschaffen guter Paladin sollte sich langsam schon Gedanken machen. Wenn er hier rein stampft. Wobei, seid ihr? Ne, chaotisch neutral. Das ist gar kein Engel, das sieht nur so aus, hat nur Flügel. Okay. Alle auf den Angeschlagenen. Okay, Feuer funktioniert nicht, vielleicht funktioniert Blitz. Dann blitzen wir aber Harim. Ah, es hält aus. Okay, Harim ist ein Blitzerblatter, die haben keinen Schaden genommen. Wir lassen es mit Magie. Da hilft nur Backstabben. So, dich. Gute Treffer. Komm schon. 10 Schadenspunkte oder so reichen. Hm, 14. Und nach diesem Kampf gehen wir auf jeden Fall rausschlafen. Wobei, hier wird schon der nächste Übergang sein nach unten. Also erst nach unten gehen, neues Portal freischalten und dann. Du machst nix. Wie schade war das? 51. Den erschöpften Reisenden töten. War sogar eine Aufgabe. Wo auch immer. Wow, hier ist ja ein Silberdrache. Okay. Die gefallene Priesterin töten, die bösartige. Ach, das war die Gothic Band. Die hier mit der gefallenen Priesterin und bösartigen Sängerin. Den Fänger und den Gefangenen besiegen. Und den erschöpften Reisenden. Also, wir haben bisher einen von 4 Gruppen. War das hier so ein Duo? Also wir haben ein Viertel. Anmut der Natur. Rettungswürfe gegen Krankheit und Gifte. Nee. Harim, heilen, nicht segnen. Gott. Die bösartige Sängerin hat mich gestern fertig gemacht. Okay. Ja, da werden wir nicht hinkommen, nicht so schnell.
denke, da darf ich auch gar nicht hinkommen von der Story. Es wird ja irgendwo wieder eine Blockade geben. Knochenketten, Holzgedöns. Das erinnert mich an Morrowind Loot. Aber ist gut. Schleifstein. Komm alles mit. Ja, keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Wir sind jetzt mehrfach dran vorbeigelaufen. Es gab nichts, also. Gehen wir jetzt runter, hoffen, dass es da wie bisher auch immer jeweils einen Teleporter gibt. Und dann gehen wir raus, verkaufen und schlafen. Und hallo 2. Was bringt eigentlich mehr Nutzen? Auf YouTube schauen oder auf Twitch? Auf YouTube und Daumen hoch machen. Weil auf Twitch gibt es keine Daumen. Das ist jetzt die Eisebene. Also hatten wir Gift, Feuer, Wasser, Eis bisher. Gab es noch schon eine Erdebene? Na gut, erstmal raus. Dahin. Aber dafür, dass es ein Bossfight war, ging es. Also verglichen jetzt mit dem Hirschkönig da oder ähnlichen Bossen. Ja, ich habe mich mit dem erschöpften Reisenden befasst. Er war ein mutiger Mann, sein Verstand so scharf und wissbegierig, seine Seele so edel. Was für eine armselige Kreatur hat die Höhle nur aus ihm gemacht? Tja, seine Zeit der Verhöhnung und Ehrlosigkeit ist endlich vorbei. Endlich hat der erschöpfte Held bekommen, was er gesucht hat. Tödlichen Frieden. Eine Woge des Wahnsinns ist über uns hereingebrandet und hat einen Schleier der Dunkelheit gelüftet. Ich konnte tiefer denn je in das Gewölbe vordringen, ohne Gefahr zu laufen, eine Marionette der Macht der Böse zu werden. Ich bin mit einigen mächtigen Gegenständen zurückgekehrt. Ich denke, sie werden euch interessieren. Ah, sehr schön. Also je mehr Bosse man tötet, desto besseren Krams hat zu verkaufen. Wobei verkaufen halt der Knackpunkt ist, ne? Ist ja nicht so, dass wir seine Arbeit hier machen und ein bisschen kostenlosen, mächtigen Loot gebrauchen könnten. So, was ist ein schönes Bein? Blitztongi. Drachen lieben halt Gold, weiß doch jeder, ja. Hält sich bisher in Grenzen. Das Ding hatten wir vorher auch schon. Ich sehe nicht wirklich was Neues. Nö. Na gut, Typ aussortieren, so. Weg, weg. Ja, den Rest kann ich behalten, erstmal so. Okay. Umsonst essen ist doch auch schön. Wer weiß, was wir da essen. Also, das ist schon seit Wochen da und das sieht immer noch genauso aus. Also, es ist bestimmt irgendeine Illusion. Da. Aber das ist jetzt, ne? Ich denke, vorerst die letzte Ebene. Wir müssen uns ein bisschen vorantasten, gucken, wie es läuft. Dann können wir uns aber auch gerne wieder zurückziehen und auf die Karte zurück und zurück in unser Gebiet. Weil wir haben jetzt ja schon mehrere Nächte verbracht. Jedes Mal beim Campen vergeht ja auch Zeit. Und währenddessen laufen Missionen durch und so weiter. Ich sehe dich. Sah dich. So, jetzt machen wir erst Hast und dann Feuerball. Hallo.
habe eine kleine Vorderjahr gesehen. Knock, knock. Geht trotzdem ran. Alle nicht zum Angreifen. Okay, er ist einfach nur groß. Hält aber nicht viel aus. Ja, davon gerne mehr. Ist aber eine schöne Kombination. Also Eis und Holz. Und wir kämpfen gerne mit Feuerbällen. Warum ist der Kampf noch nicht vorbei? Ah, oder noch einer ist. Na gut, die scheinen ja nicht so stark zu sein. Scheinen echt nicht stark zu sein. Halben auf den Deckel bekommen, aber... Okay, vielleicht gehen wir doch noch tiefer rein, wenn das so bleibt. Nur die Tür. Keine Abs. Ah doch, hier ist auch noch eine. Das Obo ist aber eingezeichnet, ne? Nicht, dass ich es nachher noch vergesse, irgendwo hinzugehen. Oh, Rotkappen, die sind nervig. Da müssen wir rundenbasiert machen, weil die können richtig wehtun. Nicht auf unsere Hintern reingehen. Schon besser. Sind das nur die beiden? Ja, okay. Dann magische Geschosse auf den Angeschlagenen.